Willkommen zurück zu SFS Tutorial. Heute geht's zum Mars. Ich wurde auch schon öfters gefragt, ob ich das mal mache. Und hier ist es. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an mit dem Bauen. Als erstes brauchen wir natürlich einen Fallschirm. Danach eine Kapsel, einen Separator, einen halben, also so einen mittleren Treibstofftank. Dann brauchen wir ein Kolibri-Triebwerk und zwei von diesen RCS-Düsen. Danach einen weiteren Separator, einen großen Treibstofftank und eins von diesen Valiant-Triebwerken. Dann brauchen wir noch Landebeine und noch Fallschirme, die machen wir hier ran. Dann brauchen wir wieder einen Separator und dann vier von diesen Tanks und eins von diesen Hawk-Triebwerken. Daneben packen wir noch zwei und das hier drehe ich mal um. Dann machen wir hier auch drei Treibstofftanks drauf und oben noch einen kleinen Treibstofftank, eine Spitze und dazwischen einen Separator. Jetzt sind wir auch schon bereit loszufliegen. Das ist alles, was wir brauchen, um zum Mars zu kommen. Und wir haben Schub pro Masse, also unten rechts, von 1,38. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Und ich habe es auch schon ausgetestet. Und bei mir ist mehr als genug Treibstoff übrig geblieben. Das heißt, bei euch sollte es auch klappen. Ansonsten, ja, kann man vielleicht ein kleines bisschen Treibstoff noch hinzufügen. Aber viel mehr sollte man nicht machen. Und ich würde sagen, fliegen wir los. Wir starten damit, dass wir hier unten die drei Triebwerke einmal anklicken, Schub auf 100% machen und anmachen. Jetzt fliegen wir auch schon los. Und wir folgen jetzt einfach der Anzeige oben links, also Angle. Jetzt wird es auf 5, das heißt, wir müssen uns ein bisschen drehen. Und es macht halt durchgehend, bis wir halt eine Geschwindigkeit von etwa 1 Kilometer pro Sekunde haben. Und dann schalten wir die Triebwerke aus. So, jetzt müssen wir auf 20. Und da haben wir 20. Wir können auch in die Kartenansicht gehen, um zu gucken, wie weit wir sind. Jetzt haben wir auch 30 erreicht. Und so geht das halt dann die ganze Zeit weiter. Und jetzt haben wir schon unseren höchsten Punkt, also die Apoapsis im Weltraum bei 32,4 Kilometern. Wir haben auch schon eine Geschwindigkeit über 1 Kilometer. Das heißt, wir sind auf jeden Fall gut dabei. Jetzt können wir den Zeitraffer aktivieren, damit wir ein bisschen schneller vorwärts kommen. Wir haben die Atmosphäre verlassen. Jetzt deaktivieren wir den Zeitraffer wieder und drehen die Rakete ein bisschen, sodass wir etwa zum Pfeil zeigen und dann machen wir die Triebwerke wieder an. Fokussieren wir mal kurz und ihr seht, der Punkt, der bewegt sich jetzt zu uns hin und auch wieder von uns weg. Und ich werde mal ein bisschen weniger Schub machen. Und ihr müsst halt dafür sorgen, dass er sich fast gar nicht bewegt. Und müsst halt immer wieder so ein bisschen drehen. Wenn er sich von euch wegbewegt, dann dreht ein bisschen nach rechts. Und wenn er auf euch zukommt, dann dreht einfach nach links. Dann könnt ihr auch immer wieder ein bisschen weniger Schub geben. Und wir haben fast die Geschwindigkeit erreicht, die wir brauchen. Das heißt, wir können jetzt auch unsere Booster entfernen. Wir brauchen halt den ganzen Treibstoff da drinnen nicht, deshalb können wir das einfach so lassen. Und jetzt machen wir noch ein bisschen weiter, bis wir einen Erdorbit erreichen. Und da haben wir den Erdorbit. Dann können wir auch mal kurz Fokus beenden drücken.
dann haben wir den Erdorbit und speichert immer ab. Egal was schief läuft, ihr habt dann einen Speicherstand. Als nächstes müssen wir irgendwie zum Mars kommen. Dazu zoomen wir mal raus und dann sehen wir hier die Erde. Und wenn wir noch weiter rausgehen, können wir auch Venus sehen, Merkur, die Sonne und eben auch Mars. Den klicken wir einmal an und klicken dann auf Navigiere zu. Und jetzt könnt ihr hier sehen, da ist so eine gestrichelte Linie. Wir haben einmal den Punkt Transfer und dann haben wir den Punkt Begegnung. Das heißt, wenn die Erde jetzt hier an dem Punkt wäre, könnten wir zum Mars fliegen. Die Erde ist aber nicht da, das heißt, wir müssen auf den nächsten Punkt warten. Und dazu nutzen wir einfach den Zeitraffer. Wir spulen quasi die Zeit vor. Und sobald die Erde in die Nähe des Punkts kommt, verlangsamen wir einfach, bis die beiden Punkte aufeinandertreffen. Und dann können wir auch den Zeitraffer wieder auf 1 stellen. Dann klicken wir auf die Erde, auf Fokussieren und gehen näher ran. Jetzt seht ihr hier nochmal den Punkt Transfer. Diesmal muss die Rakete darauf treffen. Und der ist auf der anderen Seite, das heißt, wir müssen die Rakete einmal umdrehen. So, das sollte genügen. Es muss nicht eigentlich perfekt sein oder so. Einfach nur in etwa klappen. Dann wieder mit einem Zeitraffer dahin. Und kurz zuvor solltet ihr aus dem Zeitraffer auch rausgehen. Dadurch können eure Flüge effizienter werden. Aber ich würde sagen, noch ein bisschen. Ja, das sollte reichen. Jetzt haben wir Schub auf 100 gemacht. Und dann geben wir auch Gas. Und denkt dran, immer schön mit der Kapsel zum Pfeil zeigen. Und da treffen wir jetzt auch mit dem Transferpunkt zusammen. Jetzt seht ihr da so eine Zahl. 400 Meter pro Sekunde. So viel Geschwindigkeit brauchen wir noch. Und die haben wir halt nicht mehr mit der unteren Stufe. Treibstoff ist leer. Einmal auf den Separator klicken und dann aufs Triebwerk. Dann fliegen wir weiter und geben noch mehr Gas. Wir können schon mal ein bisschen wieder rauszoomen, dass wir das Sonnensystem sehen können. So, jetzt sehen wir auch unsere Bahn und die gleicht sich halt immer mehr an. Deshalb auch ein bisschen Schub rausnehmen und erstmal Stopp. Dann gehen wir mal zum Mars und geben noch ein bisschen Schub. Wenn ihr schon drüber seid, dann nutzt einfach die RCS-Düsen auf der oberen Hälfte der Rakete. Und da haben wir Mars mit seinen zwei Monden, Phobos und Deimos. Und ich würde gerne noch ein bisschen näher. Ist gut so. Ich werde das eh noch ein bisschen verändern. Aber jetzt speichern wir erstmal wieder. Da wir jetzt auf dem Weg zum Mars sind, könnt ihr natürlich benennen, wenn ihr möchtet oder auch nicht. Jetzt machen wir auf jeden Fall den Zeitraffer. Und dann kommen wir näher, dann verlangsamen wir wieder ein bisschen. Und wenn wir ganz nah dran sind, gehen wir mal aus dem Zeitraffer raus und bearbeiten jetzt noch ein bisschen unsere Flugbahn. Ich würde nämlich vorher gerne in einen Mars-Orbit gehen. Das müsst ihr natürlich nicht machen. Ich will es euch aber erstmal einmal zeigen. Und jetzt haben wir einen Punkt hier schon. 5600 Meter. Der muss über 20 Kilometer sein, damit wir aus der Marsatmosphäre raus sind. Jetzt haben wir 24. Und das ist gut. Dann können wir wieder den Zeitraffer anmachen. Und ein bisschen schneller, damit wir gleich dorthin kommen. Jetzt können wir wieder fokussieren. Und wir sind beim Mars angekommen. Oder zumindest im Einflussbereich. Jetzt verlangsamen wir natürlich wieder den Zeitraffer, damit wir nicht dran vorbeifliegen.
Und dann stoppen wir den Zeitraffer auch mal, damit wir uns drehen können. Immer schön mit dem Triebwerk in Richtung Pfeil zeigen, damit ihr langsamer werden könnt. So, ich glaube, das ist gut so. Und dann gehen wir noch ein bisschen vorwärts. Wie eben auch schon kurz davor das Triebwerk starten, nicht erst auf dem Punkt selber. Noch ein bisschen. So, das sollte klappen. Triebwerk an. Und da wären wir auch schon langsamer. Seht ihr rechts oben. Geschwindigkeit 1 Kilometer pro Sekunde. Und jetzt haben wir schon einen Mars-Orbit. Und der wird natürlich immer kleiner. Ich würde gerne so einen tiefen Mars-Orbit haben. Ja, jetzt haben wir einen niedrigen Orbit um den Mars. Und jetzt stoppen wir auch mal. Wir haben einen niedrigen Mars-Orbit. Können wir nochmal abspeichern. Müsst ihr natürlich nicht, aber um sicher zu gehen. Jetzt kommt auf jeden Fall der schwierigste Teil dran, und zwar die Landung. Und zwar müssen wir uns einen guten Landeplatz aussuchen. Ich würde hier zum Beispiel nicht auf dem Berg landen oder so, sondern vielleicht irgendwie hier, weil es relativ flach ist. Könnt natürlich landen, wo ihr wollt, aber beim ersten Mal würde ich vielleicht hier das auf der rechten Seite machen. Und da gehen wir auch hin und drehen uns wieder so, dass das Triebwerk zum Pfeil zeigt. Und wir geben wieder Gas. Und das machen wir dann so lange, bis wir so 400 bis 500 Meter pro Sekunde haben. Und da haben wir 600. Und da haben wir 500. Und das reicht so. 450 ist perfekt in der Mitte. Wir Zeitraffer, bis wir in die Erdatmosphäre kommen, in die Marsatmosphäre. Und dann warten wir einfach ein bisschen. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen länger, aber wir können uns schon mal ein bisschen hier das Gelände angucken. Sogar relativ hügelig und es gibt kaum flache Landeplätze. Also könnte ein bisschen schwieriger werden, hier zu landen. Aber jetzt haben wir eine Höhe von 6 Kilometern erreicht. Das heißt, wir können unsere Fallschirme öffnen. Den an der Spitze bitte nicht öffnen. Den brauchen wir nämlich wieder beim Zurückfliegen. Und jetzt können wir auch mal rauszoomen. Wir sind ziemlich schnell, aber wir haben ja noch die Fallschirme, die werden uns abbremsen. Und ja, da werden wir langsamer. Und sind jetzt auch schon ziemlich langsam. Machen wir mal die Landebeine raus, ECS-Düsen an und drehen uns da ein bisschen. Dann machen wir das Triebwerk an. So, schön langsamer, also schön langsam werden. Wenn man nämlich zu schnell ist, dann kracht man auf. Und da sind wir gelandet. So, jetzt stehen wir mit beiden Beinen drauf. Und jetzt würde ich oben das gerne mal wieder befüllen. Und wir sind gelandet. Also wir haben das auf jeden Fall geschafft. Und wir können einen Quick Save machen. Und dann können wir uns ein bisschen die Umgebung anschauen. Ja, ist wirklich nicht viel los. Ist halt ein rotbrauner Staubstein. Ja, mehr nicht. Jedenfalls können wir jetzt wieder das Triebwerk anmachen. Die Landebeine rein. Und dann drehen wir nach rechts. Und diesmal gibt es halt keine Hilfe dafür, deshalb muss man das so ein bisschen per Augenmaß machen. Bei einem Kilometer halt oben
in die Ecke vom Bildschirm. Und dann gucken wir hier auf der Karte. Das sieht schon gut aus. Und dann bei 4 Kilometern fast horizontal. Und wir brauchen halt so eine Geschwindigkeit von etwa 400 Metern pro Sekunde. Die haben wir erreicht. Ja, wir werden langsamer. Deshalb bleibt über 400 Meter pro Sekunde, dann klappt es auf jeden Fall. Und wir haben hier auch nur noch 0,8%, also da können wir einmal auf den Separator und dann aufs Triebwerk. Wir sind wieder unter 400 Meter pro Sekunde, was ein bisschen doof ist, aber keine Sorge. Zu diesem Zeitpunkt haben wir immer noch mehr als genug Treibstoff. So, 15 Kilometer. Jetzt können wir den Zeitraffer nutzen und wieder direkt, also nicht auf dem Punkt sein, sondern noch davor und Gas geben. Jetzt haben wir hier nur noch diese kleine Stufe, aber das wird auf jeden Fall reichen. Und wieder fokussieren, es kommt näher, also ein bisschen in die andere Richtung drehen. Ja, das sieht gut aus. Wir brauchen so etwa eine Geschwindigkeit von 700 Metern pro Sekunde. Das heißt, ihr könnt auch mal ein bisschen Schub rausnehmen. So. Und das sieht ganz gut aus. Ein bisschen mehr Schub. Wir haben ja auch schon fast 700 Meter pro Sekunde. Das heißt, wir haben gleich einen Mars-Orbit. So. Und ich warte drauf. Komm schon. Und da haben wir einen Mars-Orbit erreicht, können auch den Fokus beenden und ein Quicksave. Neues Quicksave und speichern. Gut, jetzt müssen wir dasselbe machen wie eben, nur umgekehrt. Das heißt, wir gehen wieder raus, klicken auf die Erde, navigiere zu und dann müssen wir wieder warten, bis der Transferpunkt auf dem Mars ist. Und es dauert diesmal ein bisschen länger, weil Mars einen höheren Orbit hat. Aber jetzt können wir wieder verlangsamen und den Zeitraffer beenden. Oh, und wir sind schon sehr schön vorbereitet. Wir zeigen in die richtige Richtung und wir sind auch schon relativ nah dran. Also können wir ein bisschen weiteren Zeitraffer machen. So, wieder kurz davor und Schub auf 100, noch ein bisschen und dann los. Dann zoomen wir auch gleich raus, weil der Mars eine relativ geringe Gravitation hat, kann man hier sehr gut beschleunigen. Und dann brauchen wir auch nicht mehr viel, 240 Meter pro Sekunde. 200 und 150 und jetzt nur noch 100. Jetzt könnt ihr auch schon ein bisschen weniger Schub geben, damit ihr nicht drüber wegfliegt. Und jetzt haben wir es gleich. Die gestrichelte Linie ist verschwunden. Wieder Triebwerk kurz ausmachen. Und dann ein bisschen näher an die Erde. So. Und stopp. Es muss nicht perfekt sein. Das verändern wir ja gleich wieder. Dann können wir wieder Zeitraffer machen. Und einmal verlangsamen. Und ich würde sagen, es ist nah genug. Stopp. Wieder Erde fokussieren. Und hier einmal RCS-Düsen anmachen. So, wir haben 10 Kilometer. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich würde vielleicht ein bisschen drunter gehen wollen. Ja, 2 auch nicht. Ich würde gern so 8 Kilometer haben. Dann sollte es auf jeden Fall klappen.
So, 8, 8,3, ja. Ist gut. Dann machen wir wieder Zeitraffer und zoomen ein bisschen raus. Und dann fokussieren wir und warten drauf, bis die Kapsel hier wieder in der Erde oder bei der Erde ankommt. Wir sind wieder ganz in der Nähe. Und wir fliegen auf die Erde zu. Und kurz zuvor müssen wir wieder verlangsamen. So. Und jetzt machen wir noch etwas. Eine letzte wichtige Sache. Und zwar kurz bevor wir in die Erdatmosphäre eintreten, müssen wir uns so senkrecht zum Pfeil machen und dann auf den Separator klicken, damit wir nicht zusammen mit dem anderen Modul eintreten, also in die Erdatmosphäre eintreten. Dann können wir den Zeitraffer machen. Und jetzt ist das Modul da unten beim rechten Pfeil, also schön weit weg und sollte kein Problem darstellen. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis wir langsam genug sind. Und wir kommen auch schon ziemlich nah. Jetzt haben wir 2 Kilometer pro Sekunde und werden auch schnell langsamer. 1,5 Kilometer pro Sekunde und 1 Kilometer pro Sekunde. Und gleich treten wir auch in die niedrige Erdatmosphäre ein. Noch 1 Kilometer. Und jetzt haben wir die niedrige Erdatmosphäre erreicht. Jetzt können wir auch wieder ranzoomen. Mal schauen, wo das andere Modul ist. Ist sogar relativ nah dran, aber sollte kein Problem darstellen. So, nur noch 250 Meter. Alles verläuft normal. Wenn ihr crashen solltet, einfach zum letzten Safe gehen und das wieder probieren, wiederholen. Und wenn ihr es nicht hinkriegt, dann fragt's mich in die Kommentare und dann versuche ich es euch zu erklären. Und wenn ihr eine Frage habt, versucht möglichst genau zu erklären, was euer Problem ist. Wenn ihr sagt, ja, ich krieg das nicht hin, dann kann ich euch halt nicht direkt helfen, sondern wenn ihr sagt, ja, mein Treibstoff reicht nicht, kann ich sagen, macht mehr Treibstofftanks hin. Aber bei dieser Mission sollte es auf jeden Fall klappen. Deshalb, bei den anderen Missionen, wenn es nicht reicht, macht ein bisschen Treibstoff hinzu, aber nicht zu viel, sonst klappt es halt auch nicht. So, 1 Kilometer. Wir landen gleich. Ich würde gerne noch ein bisschen warten. Und zwar bis jetzt. Und jetzt können wir rauszoomen. Und da ist die Erde. Und da werden wir langsamer. Also wir haben es so gut wie geschafft. Die letzten 150 Meter werden wir auch hinkriegen. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da. Schreibt mal in die Kommentare, was ich als nächstes Mal machen soll. Und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.